Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Goat Simulator. Mir wurden unfassbar viele Kommentare geschrieben, was ich hier machen kann, und es kam super cool bei euch an, dass ich mir gedacht habe, Goat Simulator ein bisschen abzudaten. Entschuldigung, Bänke. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das Video hier. Da habe ich nämlich mir dieses neue Update hier runtergeladen. Das ist Goat Simulator Payday mit Jimmy Blue Ziegenknecht. What up, bitches? Und ich habe mir dieses Mal wirklich mal eure Tipps durchgelesen. Nein, Spaß! Damn, it feels good to be. Jedenfalls hat irgendjemand geschrieben, dass ich diesen Delfin hier unten nutzen kann und mit dem wohl eine coole Fähigkeit habe. Das hört sich voll witzig an, wie der fährt. Oder beziehungsweise wie er mit seinen Flossen da Anschwung nimmt. Es soll nämlich irgendwie möglich sein, dass ich Wände hoch... Wieso hat eine Katze geschrien? Es soll möglich sein, dass ich Wände hochfahre, aber... LOL! Das hat er gerade nicht getan! Als ob er das kann! Ich kann sogar an der Decke fahren! Ich komme einfach überall hoch! Freunde, wir werden mit diesem Update hier ganz, 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 ganz viel Spaß haben. Und ich bin wieder bei unserem altbewährten Freund, dem Tänzer. Bam, motherfucker. Alter, mit Kopfhörern auf hört sich das Ganze noch viel ekelhafter an. Ich schau mal, ob der Typ da unten das Ganze überlebt hat. Hat er wahrscheinlich eh nicht. Oh mein Gott. Wieso explodieren die nicht? Wenn ich R drücke, kann ich... Da ist nicht wirklich wieder der Tänzer. Okay. Ich kann mich also hier auch einfach hochfahren bis... 1 hour later. I'm just rising up to the sky. Was mache ich hier? Als ob dieser Delfin so viel verdammte Scheiße machen kann. Ich bin übelst... Was passiert, wenn ich jetzt... Ich kann nicht wirklich noch fahren. Nein! Ich brenne! Was? Wieso brenne ich denn? Geh weiter runter, Delfin. Nicht da. Ach, der ist zu nah an der Sonne wahrscheinlich. Nein, Delfin. Schnell, 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 schnell. Geh weiter runter. Oh. We got it. Andere Leute, die Goat Simulator spielen, haben so Probleme, dass irgendwie, dass sie eine Mission nicht schaffen. Ich habe das Problem, dass ich mit dem Delfin zu nah an der Sonne bin. Was geht, Alter? Mich kann nichts aufhalten. Ich bin einfach. Was ist da gerade passiert? Delfin, nein, Flipper, where you going, man? Ah, that can't be true. Ja, will die Kamera vielleicht mal näher rangehen? I'm just chilling here with Flipper. If you can't see him, Flipper's over there. Es geht tatsächlich überhaupt nicht klar. Man kann mit diesem Delfin echt gar nicht zocken. Was passiert denn, wenn ich jetzt im Wasser... Komm, wir suchen mal Flipper. Der müsste ja eigentlich hier vorne, genau da vorne schwimmt er rum. Der Flamingo reagiert irgendwie nicht im Wasser. Ich kann hier drücken, was ich will, und er ist im Wasser tatsächlich wirklich einfach unfähig. Dann nehmen wir einfach mal Fred hier wieder. Mein Gott, hat der eigentlich irgendeine Fähigkeit? Ich glaube... Was war das denn? Fred ist auf jeden Fall gerade mal wieder schön in der Wildnis unterwegs. Ich weiß nicht, mit dem Delfin kann man coole Sachen machen. Mit dem... Was macht der Officer da? What the fuck? Was passiert? Was passiert in diesem Spiel? Wisst ihr, ich gehe mit Fred ganz normal in die City. Ich habe ja wirklich nichts gemacht, aber das ist einfach... Nee. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, bekommt ihr Lachflashs, wenn ihr das seht, wenn ich das zocke? Oder denkt ihr euch einfach nur, oh nein, Loot, du bist so dumm. Bei mir ist es irgendwie so ein Mittelding. Ich weine innerlich und äußerlich denke ich mir auch nur so, wow, damn, shit, was ist das hier wieder für ein Kack, was ich spiele? Der komplette Straßenverkehr in diesem Spiel wird einfach nur... Ist einfach durch mich durchgefahren. Freunde, an dieser Stelle muss ich einfach sagen, dass... Videos vorbei.